Ihnen allen muss ich sicher nicht lange begründen, dass die sogenannte Emanzipation für uns Frauen eigentlich ein Fluch ist. Es ist nämlich, liebe Damen, ein Privileg, sich ganz können, der Familie zu widmen. Ich selber musste das Geschäft der Familie weiterführen und da hat es keinen Platz für Mann und Kind. Ich weiss also, von wem ich rede. Heute ist die Frau in der Schweiz ohne Stimmrecht in der Lage, die Stimme des Herzens durchzusetzen. Die Gleichmacherei der Geschlechter ist eine Versündigung an der Natur. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ahnung. Bravo! Glaubst du, die will Geld? Jeder Franken trägt bei zu unserer Mission. Die will doch nur ihre Stellung im Dorf nicht verlieren. So. Überall hat sie so ihre Pöstchen. Herzlichen Dank. Ich gebe nicht mehr als 2 Franken. Danke, danke. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Nein. Ich will nichts geben für den Verein. Ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend, Frau Hockstuhl. Ich bin sicher, Ihr Mann wird schon in unserem Sinn abstimmen.